100 Jahre sind vergangen, seit sich am 14. Juni 1914 25 Männer mit Gemeinsinn und Pioniergeist zu einer freiwilligen Kolonistenfeuerwehr zusammengeschlossen haben. Zum Ablauf der Pressekonferenz. Ich stelle Ihnen gleich die Podiumsgäste vor. Das Jubiläum ist so, dass wir 2005 ja Fahnenweihe hatten, schon ein relativ großes Fest, und das will man natürlich dann auch noch mal toppen. Und wir haben eine sehr motivierte Mannschaft. Wie organisieren Sie das? Wir tauschen das Rednerpult gegen Talkshow-Stühle aus, sage ich jetzt einmal. Klassiker Rednerpult. Franzi, weiß ich noch, und dein Vater. Können wir Ihnen Rudel bitte? 100 Jahre sind wahrlich ein Grund zum Feiern, aber auch ein Anlass des stillen Gedenkens an die Gründungsväter und all jene, die in den vergangenen 100 Jahren als Feuerwehrmann oder Frau ihren Dienst am nächsten geleistet haben. Es zeugt von Sensibilität und Einfühlungsvermögen, wenn die Ottobrunner Feuerwehr heute am 100. Jahrestag der Gründungsveranstaltung noch einmal leise Töne anschlägt. Wir können uns glücklich schätzen, weil wir immer nur was übernommen haben, was schon da war. Es haben sich einfach Bürger zusammengefunden und gesagt, wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn bei uns einmal was passiert. Schau mal, die Hartschellen kommen raus, sind im Bärenpiepel. Ja, Hauptmann hat es gekannt, das Lischmeister, ja, aber... Aber eigentlich nur als Kassierer. Ja. Viele Besucher sind heute nach Ottobrunn gekommen. Sie wollen mitfeiern. Eine ganze Woche lang. Nicht nur befreundete Feuerwehren aus Deutschland sind dem Ruf ihrer Ottobrunner Kollegen und Kameraden gefolgt. Auch die Feuerwehren der Ottobrunner Partnerstädte sind aus Griechenland, Südtirol und Frankreich angereist. Auch Vereine und Musikkapellen gesellen sich hinzu und verleihen so der Veranstaltung ein pittoreskes Erscheinungsbild. Ja, gut, ist gut. Halt und schon. Jetzt wird mehr, aber um Gottes Willen. Wer ist denn da? Der Kugler? Ja, dann seid ihr alle dabei. Die hocken alle da vorne auf B. Aber das ist der Ila, oder? Ja. Thank you.
Hallo. Der Tee ist noch aus dem Brunnen hinterher. Hilf uns, immer wieder Freiräume für dieses Engagement zu finden und auf Verständnis und Unterstützung zu stoßen. Wir haben vor 100 Jahren unsere Feuerwehr gegründet. Sie und viele andere Kameraden sind seitdem von uns gegangen. Dankbar erinnern wir uns an die Verstorbenen. Hilf uns dabei, ihr Andenken in Ehre zu bewahren und nimm sie in deiner Liebe auf. Wir bitten dich,